Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Kunden-Unboxing-Video von mir für euch. Heute mit den Boil-Deck-Fahrradhandschuhen. Yeah, es sind coole Radsporthandschuhe, Leute, die rutschfest und stoßdämpfende Eigenschaften mit sich bringen. Sehr gut geeignet fürs Mountainbiking, natürlich auch fürs Trekkingbiking, fürs Cross-Country-Biking, fürs Rennradfahren oder einfach nur fürs gechillte Rumeiern auf dem Drahtesel. Oder ihr könntet sie sogar zum Kraftsport anziehen. Also ihr seht, oder einfach nur, damit ihr cool aussieht. Ne? Denn die Dinger sind schon recht kleidend. Diese Handschuhe mit Signalfarbe sind geeignet für Herren und Damen und diverse Menschen. Es gibt sie in diversen Größen. S, M, L, XL und XXL. Und dazu gibt es sie noch in Blau, in Grün, nicht Green, sondern Grün, Gray wie Grau, in Pink, in Schwarz 41 und in Weiß. Ihr könnt also das Design selber wählen, welches ihr gerne hättet. Sie sind langlebig und atmungsaktiv. Diese fingerlosen Fahrradhandschuhe aus extrem strapazierfähigen, dehnbaren Lycra-Rücken und Kunstlederhandflächen mit Gummiauflage, die für ein ausgezeichnetes Aerodynamik und ein angenehmes Tragekomfort sorgen. Atmungsaktives Lycra-Elastan hält unsere Hände dabei trocken. Die Halbfingerhandschuhe sind mit gepolsterten ergonomischen Komfort-Handballen mit Silk-Algel-Webanstruktur ausgestattet, die sich hervorragend für die Stoßdämpfung eignen und für mehr Flexibilität und festen Halt sorgen sollen. Und wenn wir zum Beispiel sie auch zum Reiten benutzen wollen, kein Ding. Wir sind schnell und einfach unterwegs. Unser Schweiß wird wie ein Handtuch dann aufgenommen. Und der Clou, am Daumen haben wir so dieses Material ja auch verbaut. Und da können wir uns, ja, wir kennen das doch, ne? Wenn dann so der volle Hardcore-Biken seid und dann schwitzt ihr wie Sau, dann tropft euch das von der Nase. Und dann nehmt ihr einfach euren Daumen und geht mit dem über euer Gesicht und ihr habt alles wieder trocken. Zwei Pull-Tapes an den Fingerspitzenpositionen erleichtern das Tragen und Entfernen von diesen Handschuhen. Und der Klettverschluss macht dadurch eine Klettverschlussmanschette, die dann verstellbar ist. Das heißt, wir können unsere Handschuhe einfach auf uns einstellen. Diese Mountainbike-Handschuhe schützen unsere Handflächen vor Einschnitten und Abnutzungen und unterstützen uns beim Greifen. Es ist ideal fürs Training von Gewichtheben, von Rennradfahren, Mountainbiking, von Fitnessnutzung und vielen anderen Sport- und Outdoor-Aktivitäten. Ihr merkt also, so ein Ding ist wirklich nice. Denn Boil-Deck glaubt, dass das Leben in Bewegung sein sollte. Der Spaß am Radfahren besteht nicht nur in der Landschaft entlang der Strecke und der Zeit, die man sich mit Freunden teilt. Die vielleicht größte Versuchung besteht darin, dass es keine Chance gibt, umzukehren, wenn man sich ein Ziel gesetzt hat. Und dann beginnt. Wir haben nur ein Ziel und das ist dort, dahin zu gelangen, wo wir hinwollen. Und dabei hilft uns Boil-Deck. Diese Firma begleitet uns auf Schritt und Tritt und fordert das nächste Ziel dann heraus. Jeder Kilometer, den wir überwinden, sagt uns, was es bedeutet, weiterzumachen. Und Boil-Deck begleitet uns dann bis zum nächsten Ziel. Boil-Deck verwendet nur die besten Materials für die beste Leistung. Diese Sporthandschuhe bestehen aus einer Kombination aus hochwertigen Lycra und Gummi. Boil-Deck-Handschuhe schützen unsere Handflächen vor Driss und natürlich vor Schrubbelungen. Es unterstützt uns, ideal fürs Greifen, ideal zum Trainieren, Gewichtheben, aber auch Fahrradfahren sowieso. Denn wir haben atmungsaktiven Stuff. Schaut euch die Dinge an, die kommen in einem schönen Bag her und atmen sich jetzt schon richtig aus. Den können wir auch weiterhin nutzen. Das ist sehr gutes Verpackungsmaterial, finde ich, dort gewählt. Dann haben wir hier ein non soddisfatto, molto soddisfatto. Okay, verstehe ich jetzt nicht. Muy satisfecho. Ja, alles gut.
Hier haben wir très satisfied, sehr zufrieden, alles klar. So, Boilerack, after sales service. Das heißt also, die Firma wirbt schon damit, dass sie auch nach dem Kauf für uns da sind. So, checken wir die Dinger hier mal ab. Oh ja, die fühlen sich aber wirklich sehr wertig an. Wir haben hier Gummieinlagen, ne? Da am, beim Griffbereich, sehr gut. Dann haben wir hier die Ausziehfreunde, das sind eingearbeitete Gummi, ja, das sind keine Gummi, das ist eher Elastan, Gummimischung, die dann reißfester sind, als weil es dort punktuell zum Ausziehfreund kommt. Dann haben wir hier, das ist der sozusagen der Schwamm, der Sponge, der dort Schweiß aufnehmen kann. Und hier oben haben wir ein sehr schönes Material. Das fühlt sich sehr gut an. Dann Branding hier mit Leder-Application. Innen haben wir ja alles schön für die Hand sehr angenehm gefüttert. Sieht gut aus. Und jetzt checken wir mal, wie wir dort reinkommen. Einfach reinschlupfen. Und ja, man kommt sehr gut rein. Oh yeah. Guck hier, zumachen. Ist aber vielleicht noch ein bisschen schöner. So, guckt euch das an. Wow, läuft, Diggers. Ja, die fühlen sich sehr gut an. Griffpower hier. Griffpower ist am Start. Hier oben schön dehnbar. Seht ihr das da? Doch, das sind gute Teile. Und jetzt Ausziehmechanismus. Also erstmal öffnen. Und dann gehen wir hier ran und ziehen sie nach vorne weg. Und das funktioniert ganz gut, wie ihr seht. Der einzige Freund, der jetzt drinnen geblieben ist, war der Daumen. Aber den popeln wir schnell hinaus. Sehr schön. Andere Seite sieht auch genauso aus und funktioniert natürlich auch genauso. Also das sind coole Dinger hier am Start. Daumen hoch für die Boilerack-Handschuhe. Denn wir haben rutschfeste Silikonwaben, die hier zu sehen sind. Die sind einfach da, damit wir mehr Grip kriegen. Dann haben wir ein ergonomisches Design, was wirklich sehr ergonomisch angepasst ist auf unsere Griff-Area. Dann haben wir atmungsaktives Material, was hier oben steckt und überall. Einfache Ausziehhilfen in Form dieser beiden Schnippels, die gut funktionieren. Dann haben wir nochmal einen extra verstärkten Bereich zwischen Daumen und Zeigefinger. Ne? Weil das sind, ist ja immer hier, seht ihr, na, da ist ja... Ist ja manchmal eine sehr hohe Belastung. Und Daumenrücken ist aus 100% Baumwolle gefertigt. Das heißt, da ist der Schwamm oder das Handtuch, was ihr, wie ihr es nennen wollt. Hier ist die Atmungsaktivität und hier ist der Grip. Alles da, alles nice. Wir haben hier Größentabellen. Wenn wir unsere Fingerchens nicht kennen, nehmen wir unsere Hand, messen einmal hier rum. Okay, und dann heißt es, Größe S bestellt ihr beim Handumfang von 17 bis 19 cm, M 19 bis 21 cm, L von 21 bis 23 cm. Jetzt kommen wir in den XL-Bereich, 23 bis 25 und meiner XXL 25 bis 27. Und dann wisst ihr, welche Größe ihr braucht und dann geht ihr hin und wählt einfach nur noch eure Farbe, die euch zusagt. Es gibt ganz viel, von blau über grün hin zu grau, dann noch pink zwischendrin, schwarz wie hier gezeigt. Dann gibt es ein zweites Design von schwarz, da ist dann hier oben auf dem auf diesem Bereich noch so ein kleines Wabenstrukturmodell drauf, was aber dann doch nur zur Optik da ist. Und in weiß gehalten. Das sieht so, also das Weiß gefällt mir jetzt nicht so, das sieht so aus wie so ein so eine geweißte Kuh ein bisschen, finde ich. Ja. Aber ich meine, das ist natürlich dann eure eigene Vorliebe, was ihr dort gerne hättet. Daumen hoch für die Boilerack Fahrradhandschuhe, die nicht nur im Radsport Verwendung finden können. Es sind nämlich rutschfeste und stoßdämpfende Mountainbike-Fitness-Handschuhe mit Signalfarbe. Und sie sind geeignet für alle Homies da draußen. Für Männchen, für Weibchen, für Diverse, für Mädchen und für Jungen. Und für die diverse Kleine. Alle sollten hier, wenn sie fahren, nicht nur die Schutzausrüstung mit dem Kopfli ausführen, sondern auch Handschuhe tragen. Und der Vorteil im Winterchen oder im Herbst, sie wärmen auch ein bisschen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun Sun.